Yo, hier ist Basti von der Steckkasten-Crew. Ein neues Set kommt dazu. Ich mache jetzt ein Review. Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen in den 80er Jahren, genauer gesagt 1989, denn da kam dieses wirklich richtig coole Set auf den Markt. Es ist das Gouverneurskastell, beziehungsweise für mich ist es die Festung der Blauröcke. Ich habe sowieso so eine Vorliebe für Festungen, ne? Also Großburgen, Rittergroßburgen, von der Gelben Burg an bis dann 92 zu diesem schwarzen Castle, was es gab. Ja, es ist einfach eine Leidenschaft und ich finde Burgen ziemlich cool. Ich fand als Kind auch Burgen ziemlich cool. Bin mit meinen Eltern ziemlich viel zu Burgen gefahren. Und das ist jetzt eine ganz spezielle Burg, man könnte sagen eine karibische Burg, denn es geht hier um Palmen, es geht um Seeräuberabenteuer und es geht natürlich um die Blauröcke. Ja, so auch zu sehen an dieser schönen Fahne hier oben, die schon den einen oder anderen Kratzer hat, aber das soll uns mal nicht so wichtig sein. Ich nehme euch heute auf alle Fälle mit in diese glorreiche Zeit 1989, habe auch den Katalog mitgebracht, den wir uns dann gleich nochmal angucken werden. Ja, so und mal, ja. Einfach etwas entspannen, etwas in Erinnerung schwelgen an tolle Momente in unserer Kindheit und an tolle Sets, die es damals gab. Ja, so. Ich würde jetzt im ersten Step diese schöne Festung erstmal ein Stückchen zur Seite schieben, denn wir müssen natürlich erstmal eine historische Einordnung vornehmen. Und diese historische Einordnung bedeutet, dass wir uns einfach mal ganz kurz in das Jahr 1989 begeben, mit diesem schönen Katalog. Denn 1989 kamen die Lego-Piraten auf den Markt. Und Lego hat gesagt, wir müssen die sozusagen auf Seite 1 bringen, ja. Und das haben sie auch geschafft. Als ich den Katalog das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, what? Was ist das für ein cooler Stuff? Denn ihr müsst überlegen, in den 80er Jahren war es nicht typisch, dass irgendwelche individuellen Gesichter geprintet wurden von Lego. Das gab es hier erstmals 1989. Die Piraten sind im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Rahmen gefallen, so. Und aber positiv aus dem Rahmen gefallen. Und ich blätter jetzt mal auf die Seiten vor. Hier sieht man übrigens schon am Anfang, ja, hier dieses großartige Piratenschiff, so. Und dieses großartige Piratenschiff. Dahin steht jetzt die Black Seas Barracuda, die ich natürlich auch noch vorstellen werde, aber ich dachte mir, ich komme jetzt erstmal mit dem Gouverneurskastell um die Ecke. Ja, also abonniert einfach den Kanal, drückt das Glöckchen und ihr werdet in Zukunft noch mehr coole Piratenabenteuer mit uns erleben. Das ist ein Versprechen, was wir definitiv einhalten werden. So, zurück zum Katalog. Hier gibt es insgesamt, ja, Ritter war natürlich auch eine sehr, sehr coole Geschichte, aber Piraten war eben jetzt was komplett Neues. Und es gibt vier Doppelseiten in diesem Katalog. So, das ist die erste Doppelseite. Achtung, Seeräuber voraus, schreit da der Gouverneur. Das ist übrigens eine ganz spezielle Figur, die gucken wir uns nachher nochmal an. Die hat zwar so einen Schnauzbart wie die ganzen Seeräuber, aber die Koteletten zum Beispiel, die machen diese Figur so, so speziell. Und diese Figur kommt, glaube ich, auch nur in ein, zwei Sets vor. Das heißt, die ist relativ selten. So, hier steht zum Beispiel, alle suchen nach dem sagenhaften Schatz. Wo auf der Insel hat der Captain die Piratenbeute vergraben? Können die Musketiere des Gouverneurs die Piraten aufhalten? Musketiere, ja, Musketiere, Blauröcke. Für mich sind das Blauröcke. So, und hier steht natürlich auch überall Neuheit. Und hier sehen wir tatsächlich auf dieser schönen Seite alle Sets, die 89 auf den Markt gekommen sind. Und ein Set davon habe ich euch schon vorgestellt. Das ist nämlich diese schöne kleine Pirateninsel. Ich halte sie nochmal ganz kurz in die Kamera, denn das war damals mein allererstes Piratenset. Und ich verlinke euch unten mal die Review, weil dazu habe ich schon eine Review gemacht. Also sowohl Video-Review als auch Blog-Review mit schönen Bilderchen. Könnt ihr euch auf alle Fälle mal angucken, aber das nur so als kleine Side-Information. Und ansonsten seht ihr, da sind eine ganze Menge cooler Sets dabei, ja. Also, was sofort auffällt, das große Piratenschiff, das hat mich damals auch total geflasht. Aber da eben dann auch die Insel, ja, also dieses Gouverneurskastell, wo ich mir dachte, wow, was ist das denn? So, und da stehen Sachen wie mit Festungswall, also Gouverneurskastell mit Festungswall, Wachturm, Kerker und Verlies, Wachbataillon, Lastenkran und Landungsbrücke.
So. Und dann hing ich da als kleiner Steppke davor und dachte mir, oh, ist das cool. Und oh, das hätte ich gern. Und damals waren Lego-Sets, ja, 89, noch nicht so einfach zu erreichen für uns Kids aus dem Osten. Ich habe auch das Piratenschiff, was ihr hinten, wie gesagt, seht, auch erst, ich glaube, Anfang der 90er bekommen. Also die Laufzeit von den Sets war ja auch immer ein paar Jahre. Und ich habe das auch nicht 89 gleich bekommen. 89 ist die Mauer gefallen. Als ich 89 rübergefahren bin, war das erste Set hier oben, das die 4010, das nette kleine Polizeiboot. Das habe ich bekommen in einem kleinen Lego-Laden. Aber Piratensets waren sehr, sehr lange für mich nicht wirklich greifbar. Wie gesagt, die kleine Pirateninsel, die ich vorhin schon mal in die Linse gehalten habe, die habe ich 89, 90 gleich bekommen. Aber größere Sets waren für mich da noch unerreichbar. Es war halt auch immer eine Frage des Geldes. Ja, so. Und heute habe ich dieses Set. Wir gucken erst noch mal kurz in die Anleitung, denn das finde ich auch ziemlich cool. Das ist ja ein relativ großes Set. Und trotzdem ist diese Anleitung flach wie eine Flunder und nach nur 24 Bauschritten ist dieses Set fertig. Und das finde ich knaller. Also wenn du überlegst, dass da ja auch einige Teile drin sind, das haben die damals schon cool gelöst, die Leute von Lego. Ja, also das hier geht aber ordentlich was ab. Ja? Also da sieht man schon, da muss man auch dann ein bisschen gucken, dass man sich da nicht versteckt, beziehungsweise versteckt, dass man sich nicht versteckt. Das ist halt mehr oder weniger ein Suchbild, ja. Und man sieht auch, die Anleitung hat hier schon die ein oder andere Kugelschreiber-Notiz dran. Ich habe dieses Set in einem An- und Verkauf bekommen. Es ist jetzt schon 3, 4 Jahre her. Und das Set stand da eingestaubt in der Ecke und das war auch nicht ganz komplett. Zum Beispiel haben so Sachen gefehlt wie diese gelben Bögen hier, ja, die haben einfach gefehlt. Die waren hier vorne einfach aus Bricks nachgebaut. Also diese Treppe war aus Bricks nachgebaut, was mich nicht gestört hat. Ich habe dann versucht, diese gelben Bögen zu kriegen. Die haben auch ein bisschen was gekostet. Und was eben auch nicht dabei war, war diese Gouverneursfigur. Und wir gucken uns jetzt am besten mal die Figuren genau an. Hier schwimmen schon zwei Boote rum, ja. Ich stecke euch mal hier exemplarisch ein paar Figuren auf den Big Brick. So. Das sind jetzt hier beispielhaft. Also es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Figuren in dem Set. Und das ist wirklich richtig cool. Hier das mal exemplarisch für die Blauröcke. Da hat man natürlich hier die Blaurock-Soldaten, wovon insgesamt 4 dabei sind. Ja, also in dem Katalog wurde das als Wachbataillon auch bezeichnet. Die haben diese schönen Tornister hinten dran und natürlich auch diese schönen Kappen obendrauf. Dann ist hier, würde ich sagen, das ist so eine Art Hauptmann vielleicht, hier, dieser hier. Das heißt, irgendein Offizier, der diese ganzen Blaurock-Soldaten befehligt. Und wir haben noch einen Gouverneur, das könnte so eine Art Admiral sein. Ja? Und der hat natürlich auch einen ganz speziellen Hut. Diesen Hut musste ich auch nachkaufen. Der Hut ist auch oben ein kleines bisschen zerkratzt, aber das hat mich jetzt nicht so gestört. Hüte, also diese Hüte in super Zustand kosten auch ein bisschen was. Dann hat er, wie gesagt, dieses spezielle Gesicht, das war auch nicht dabei, und diesen speziellen Torso, den nur er hat. So. Also wenn ihr dieses Set gebraucht kauft, dann achtet auf alle Fälle darauf, dass dieser Gouverneur definitiv dabei ist. Das ist ganz oft eben nicht der Fall. So, jetzt stecken wir hier mal diese netten kleinen Figürchen hier wieder irgendwo hin. Gouverneur natürlich hier direkt oben. Und dann gucken wir uns mal die Piraten an. Und diese Piraten, die sind relativ Standard. Also hier ist auf alle Fälle wieder Captain Hook, habe ich ihn immer genannt. Oder Captain Rotbart. Und ein Pirat, der sozusagen sein Boot rudert. Ja. Und es ist hier so ein bisschen inszeniert, als würden die beiden sich von hinten anschleichen. Ja. Die Box habe ich leider nicht. Deswegen zeige ich euch das jetzt hier mal auf dieser Anleitung. Die schleichen sich da so von der Seite an. Ich weiß zwar nicht genau, was die vorhaben, weil sie schleichen sich ja gegen eine Übermacht an. Und der Captain Hook ist ja eigentlich auch so ein Oberpirat. Warum der sich da mit anschleicht, große,
große Frage. Aber vielleicht steht irgendwo im Hintergrund, wie es auch hier der Fall ist, die Black Seas Barracuda steht irgendwo weiter hinten. Und die spähen einfach nur und gucken. Vielleicht ist es auch gerade Nacht oder es wird gleich Nacht und dann werden sie in diese schöne Festung da fallen. So, jetzt setzen wir den mal, stellen wir den mal wieder zurück ins Boot. Und den auch. Und dann gucken wir uns mal dieses Kastell, also diese Festung mal genauer an. So. Und ich drehe die euch jetzt mal, denn man muss diese Festung auch sich von allen Seiten mal angucken. Ja? So. Was halt sofort auffällt, wir haben hier, ja, also eigentlich nur weiß, gelb, grau und schwarz. Von den Farben her, das gefällt mir sehr, sehr gut. Was auch noch sofort auffällt, sind halt so die bedruckten Panels. Diese Panels kennen wir von den Burgen. Und diese Panels gibt es in diesem Set in weiß bedruckt und auch in gelb bedruckt. So. Es gibt natürlich auch weiße, die nicht bedruckt sind. Hier seht ihr zum Beispiel mal ein gelbes bedruckt. Das hat übrigens auch gefehlt, das musste ich auch nachkaufen. Ich hatte dafür, glaube ich, eins mehr von diesen unbedruckten gelben dabei. Ja? Aber das sind auch so Sachen, das ist ja jetzt gar nicht so oft vorgekommen und da müsst ihr halt dann mal gucken, ob ihr dann das Set kauft, wenn das unvollständig ist. Ja? Also ist nur ein Tipp von mir. Obwohl ich gesehen habe, dass die Preise auch bei unvollständigen Sets mittlerweile relativ hoch gehen. Ja? Dieses Piratenzeug ist halt einfach cooler Stuff. So. Was wir hier auch noch haben, ist halt hier so ein kleines Spielfeature. Also wir haben jetzt hier einen Kran, ja, da ist auch eine Schatztruhe dran. Und dann kann man das natürlich hier auch irgendwie auf dem Boot verladen. So. Und dann ist das hier oben festgemacht. Ich habe das hier einfach mal so drumherum gewickelt. Und dann wird das hier oben festgemacht. Es ist also jetzt nicht wie bei einer Zugbrücke von diesen schönen alten Burgen, wo man dann drehen kann. Das ist ein bisschen schade, aber man kann auf alle Fälle ein bisschen spielen. So. Die Grundplatte. Die fällt auf alle Fälle auch auf. Solche ähnlichen Grundplatten wurden ja auch bei Burgen verwendet. Ja, so. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob diese Grundplatte auch noch in einem anderen Set vorkommt. Ich glaube ja, weil es gab ja noch, ich muss mal ganz kurz in den Katalog reingucken, es gab ja noch diese Pirateninsel. Und diese Pirateninsel hatte auch eine 3D-Grundplatte. Okay. Alles klar, die 3D-Grundplatte, die ich hier meinte, kommt hier nicht vor. Hier ist ja oben die Pirateninsel mit einer großen Baseplate, die bedruckt ist. Aber in der zweiten Welle gibt es dann noch dieses Piratennest. Und ich glaube, das hat eine ähnliche Grundplatte, wenn nicht sogar die gleiche. Und ich glaube auch der Freihafen, den übrigens, kleiner Spoiler, Andy neulich mit Box an Land gezogen hat. Unglaublich, dieser krasse Freihafen, der ja eigentlich so eine 3D-Grundplatte hat und daneben noch so eine große blaue Grundplatte und im Prinzip so einen Hafen hat und so weiter. Ziemlich krasses Set. Er hat mir das neulich mal kurz gezeigt. Das wird definitiv auch noch vorgestellt. Ja, ansonsten, es gibt hier Kanonen, die drehbar gelagert sind. Ja, hier oben, das dreht sich jetzt gerade nicht, weil der nette Herr Soldat da steht. Aber es muss ja auch jemand hier oben aufpassen. Ja, dann diese schöne Fahne. Ja, das ist natürlich auch ein bedrucktes Teil. Geht auch gerne mal die Klipse kaputt. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier ankippen kann. Denn diese 3D-Grundplatte bietet auch die Möglichkeit, dass man jetzt hier noch, und vorhin war ja ganz kurz von Kerker und Verlies die Rede, dass man hier noch Gefangene reinwirft, also Piraten. So. Und dann kann man das nämlich zumachen. So. An sich eine coole Geschichte, auch mit dem, mit diesem kleinen Anlegekai. Dann geht es hier so ein bisschen schräg hoch. Wir haben hier oben diese kleinen Türchen. Was mich ein kleines bisschen verwundert ist, und das ist von Anfang an ein bisschen fraglich, warum hier vorne nicht noch eine Tür ist. Denn im Prinzip kann man hier ja ungehindert einfach rein. Also jeder, der sich von hier hinten anschleicht, kommt hier ohne Probleme rein. Man kann natürlich sagen, okay, hier steht halt immer eine Wache. Ja, so, dann hat man dieses Problem auch gelöst. Aber das ist für mich ein bisschen rätselhaft. Da hätte man natürlich auch einfach noch eine kleine Tür hinmachen können oder vielleicht sogar so eine Art kleine Zugbrücke. So. An sich ein ziemlich cooles Set. Und ich kann mir vorstellen, dass man auch heute als Kind noch damit spielen kann, wenn die Eltern bereit sind, ein bisschen Kohle in die Hand zu nehmen. Aktuell gibt es ja keine Piratenserie. Ja, es gibt natürlich die Barracuda Bay aktuell und es gibt natürlich auch dieses 3-in-1 Creator Piratenschiff, wo man natürlich auch ja, Gebäude draus bauen kann. Creator halt. Ne? So. Aber so eine richtige Piratenfestung gibt es aktuell nicht. Das heißt, ja,
wenn Eltern ihren Kindern was Gutes tun wollen, dann könnten sie das natürlich kaufen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Kids auch heute noch sehr, sehr gerne damit spielen würden. So. Für mich ist es ein schönes Displaymodell. Ich habe das oben im Regal direkt bei meinen ganzen Piratensachen stehen. Deswegen ist es jetzt auch ein kleines bisschen eingestaubt. Ja. Ich hoffe mal, dass die gute Kamera das da ein bisschen dran vorbeifokussiert. Ja. Und für mich ist es ein tolles Display-Set. Und wenn ich das sehe, dann geht es mir einfach gut. Und da erinnere ich mich auch an längst vergangene Kindheitstage voller Piratenabenteuer. Und das habe ich wirklich sehr, sehr genossen. Und ja, mich würde interessieren, hattet ihr das Set auch? Wie findet ihr das Set? Würdet ihr euch das Set heute noch kaufen? Und ja, habt ihr vielleicht Anregungen für uns? Schreibt das alles gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, zieht euch unbedingt ein Piratenset an Land. Am besten natürlich ein Vintage-Lego-Piratenset. Bleibt entspannt, bleibt gesund, bleibt auf Empfang, drückt den Abo-Button und wir sehen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.